So, Harry unterwegs. Ich versuche, den Regenwolken zu entkommen. Mal sehen, ob mir das gelingt, denn ich befürchte, dass wir hier ganz schnell Regen kriegen werden. So, ich habe kein externes Mikro. Ich muss ein bisschen lauter sprechen und in der Hoffnung, dass die Kamera dann Ton auch bekommt. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich könnte jetzt externes Mikro mit Kabel anschließen, aber das ist ziemlich aufwendig. Wolken hängen hier über Playa de Iles. Ich darf auch nicht zu schnell fahren, dann sind die Windgeräusche zu heftig. So, hier am Kreisel, Excelsior Kreisel oder Sita Kreisel genannt. Ja, wo die hingehen. Die ganzen Menschen hier auf der Straße meine ich natürlich. Hier das Hotel Rey Carlos. Wir fahren jetzt hier die Avenida Tirapana entlang, hier im Tamaran. Da war ursprünglich mal das Pascha und jetzt ist es Dancing Meeting Point, Swinger 69. Ja, die Verhältnisse lassen es zu, dass ich die Kamera da oben am Helm montiert habe. Das frühere Lokal, das Merlin. Und hier das Maison del Cordero, also das Haus des Lammhaus. Bekannt über die Grenzen von Playa de Ingles hinweg. Und wir kommen jetzt zum Iguazu. Und zum Jumbo Center. Ja, ganz schön. Dunkle Wolken zu sehen hier halb links. So, und jetzt kommen wir zum Tanife. Rechts das Playa del Sol. Hier wohnen auch viele Menschen, die arbeiten, also Homeoffice machen. Das Hotel Don Miguel. So, das ist der erste Teil der kleinen Rundreise und ich fahre jetzt weiter Campo International, das ist der zweite Teil. Ja, hier werdet ihr fast Zeuge eines Unfalls geworden.